Hallöchen. Ich winke heute nur mit einer Hand, weil ich in der anderen Hand dieses Buch halte. Es ist von Thich Nhat Hanh, Das Herz von Buddhas Lehre. Und ich möchte heute eine Buchvorstellung machen. Ich habe das Buch nämlich schon viele Male erwähnt und es ist mir sehr ans Herz gewachsen und sehr wichtig. Und der Untertitel heißt Leiden verwandeln, die Lehre des glücklichen Lebens. Und es ist quasi eine Einleitung, eine Einführung in den Buddhismus. Und Thich Nhat Hanh schreibt wirklich sehr anschaulich und ja, mit schönen Beispielen und sehr, sehr einfach, sodass du wirklich gut nachvollziehen kannst, was hinter dem Buddhismus steckt, beziehungsweise wie dir der Buddhismus helfen kann, ein glückliches Leben zu führen. Und ich möchte dir gerne ein paar Textstellen daraus vorlesen. Und zwar: Ich lehre nichts anderes als das Leiden und den Weg zur Aufhebung des Leidens. Wenn wir unser eigenes Leiden erkennen und uns eingestehen, dass wir leiden, wird der Buddha, womit der Buddha in uns gemeint ist, es betrachten, herausfinden, wodurch es entstanden ist und uns den Weg weisen, wie wir es in Frieden, Freude und Befreiung verwandeln können. Leiden ist das Mittel, durch das der Buddha Befreiung fand, und es ist auch das Mittel, durch das wir frei werden können. Und da ist wirklich sehr, sehr schön beschrieben, ja, die verschiedenen Stufen, ja, zum Beispiel die vier edlen Weisheiten, wo halt erstmal wichtig ist, dass wir überhaupt erkennen, dass wir leiden. Und das ist der allererste Schritt. Der zweite Schritt ist dann, die Ursachen herauszufinden, warum wir leiden. Und das dritte ist dann, das Leiden aufzuheben. Und das vierte ist, dann zu schauen, wie kann ich die Handlungen, die zum Leid führen, aufheben. Also wie kann ich die überflüssig machen, ja, wie kann ich die verhindern. Und das beschreibt er wirklich sehr, sehr anschaulich. Und kleinen Moment, hier wollte ich noch was anderes vorlesen, und zwar so eine schöne Stelle. Buddha spricht: Hätte ich all das nicht selbst erfahren, wovon ich euch berichtet habe, so würde ich nicht behaupten, ein vom Leiden befreiter Mensch zu sein. Weil ich aber Leiden selbst erfahren habe, es verstanden und seine Ursachen erkannt, weil ich die Ursachen des Leidens durchschaut und sie beseitigt habe, weil ich weiß, dass Wohlsein möglich ist, weil ich Wohlsein erlangt habe, weil ich den Pfad, der zu Wohlsein führt, erkannt, bis zum Ende beschritten und vollkommene Befreiung erfahren habe, verkünde ich euch nunmehr, dass ich ein freier Mensch bin. Und das Schöne am Buddhismus ist, dass es keine Götter gibt, sondern es gibt einfach Buddha, der diesen Weg gegangen ist und uns als Anschauung, als Vorbild dienen kann. Und ja, also das finde ich wirklich sehr bereichernd. Und wie gesagt, kostet keine 10 Euro, also ist wirklich ein Buch, wo ich immer wieder reinlese. Ich lese das jetzt, glaube ich, zum dritten Mal, und immer so kleine Stückchen, kleine Häppchen, um das quasi zu verdauen, was da an Weisheit mir vermittelt wird. Und ja, ich leg's dir sehr ans Herz und verlinke dir auch mal unten sozusagen das Buch und kannst einfach mal reinschauen, was da so noch drin ist. Allerdings sind die im Inhaltsverzeichnis die einzelnen Punkte
finde ich jetzt nicht so gut gewählt. Es ist vielleicht logisch von der buddhistischen Lehre her, aber es ist jetzt nicht so ein. Also ich hätte da jetzt gedacht, oh, das ist voll das theoretische Werk so, aber nein, es ist total praktisch. Also, Thich Nhat Hanh, ein buddhistischer Mönch, der in Frankreich ein Zentrum leitet und dort auch Vorträge hält. Ich verlinke dir auch mal eine ganz tolle Vortragsreihe von ihm, dass du mal so ein bisschen seine Art kennenlernen kannst, weil er ganz anschaulich immer berichtet. Das habe ich jetzt schon so und so viel Mal gesagt. Also du siehst, ich bin sehr überzeugt von dem Buch und ja, kann es dir sehr ans Herz legen. Also ich wünsche dir alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Video. Tschüss.